Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und ich bin Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Raft. Ja, wir haben die Insel abgeschlossen und ich sitze hier auf dem Sofa und Daniel. Ja. Ich sehe nicht den Unterschied von den Bäumen. Ich tatsächlich auch nicht. So, da wir so viele Planken haben. Ich jetzt endlich mein kleines Bauprojekt hier beginnen. Ich habe nämlich geplant, einen kleinen Turm zu bauen. Ein Turm? Ich wollte einen Turm so, ich weiß nicht, entweder hier oder hier direkt neben hier an der Wand oder so. Ich wollte einfach nur so einen Turm bauen, der irgendwie so ein so ein Raum groß ist, wo wir dann hochklettern können, falls mal irgendwo was Hohes erreichen müssen oder irgendwie sowas. Okay. So eine Art Aussichtsturm oder so. Ach so, ja. Und ja. Das soll einfach nur so ein Raum irgendwie groß sein. Also jetzt nicht irgendwie fancy oder irgendwie sowas. Nicht mal fancy. Wir können ja so eine Leiter bauen, da kann man da hochklettern einfach. Okay. Und ja, ich wollte erst mal gucken, wohin damit. Sollten wir darauf finde ich auch noch unser Fluss vergrößern? Oder nicht? Erstmal muss wieder ein Loch hier gefüllt werden. Oder brauchen ich brauch den Kunststoff da. Da Hilfe, das ist nein, ich brauche den Kunststoff. Oh, das Ding zu operieren. Und das ist gerade mein Haken kaputt gegangen. Übrigens, wir haben jetzt auch wieder zwei neue Tiere eingesammelt. Ja. Ich brauche einen Kunststoff, sonst knabbern die hier unsere Wand an beim nächsten Mal. Ja. Sollen wir haben jetzt weiter so ausbauen. Floß ausbauen, klingt nicht nach einer schlechten Idee gerade. Ja. Wir haben jetzt am meisten da, wo unsere Wände sind hier und so. Ja. Wir haben jetzt zwei neue Tiere und zwar eine weitere Ziege mit dem Namen Ziegerich. Nicht? Und das Lama. Raul. Das spanische Lama. So. Und wir haben auch beim letzten Mal tatsächlich noch mal so eine Schiffsinsel erreicht. Come on. Genau. Din. Wir haben so Newsflash Musik irgendwie. Din. So, alles warte mal. Wir brauchen echt mal so eine Kunststoffeinnahmequelle irgendwo. Ja. Wär schön, wenn wir eine hätten. Ja. Hallo, geht. So, wow, Gott, dein Hammer ist direkt so vor mein Gesicht auf einmal aufgetaucht. Ich hab mir gedacht, was ist das denn für ein Loot? Das ist mein Gesicht. Ah! So, Vogel. Genau. Also. Nein. Nein. Und Kiste. Ich weiß nicht, warum mein. Unten fast. So, oh Gott, ich glaube, du musst den looten. Ja, wieder. Das ist bei mir sehr geglitscht gerade. Der fliegt in das Ding rein, gerade bei mir. Also bei mir liegt er hier rum. Okay, dann funktionieren Vögel halt in meiner Welt eben ein bisschen anders. Ja, also. Also Vögel funktionieren in deiner Welt anders als bei mir. Ja. Ich verstehe schon. So. Und oh mein Gott, ich sehe schon vor uns, unsere Sammelnetze werden voll. Ja, sehr gut. Und ich habe überhaupt keine Zeit, hier alles einzusammeln. Da, aber dieses Fass. Ja, geht's doch rein. Ich komme noch nicht. Was ist das für eine Musik, die ich da höre? Das ist gerade bei mir Heavy-Metal-Musik. Ja. Hey, was ist denn los? Ja, was ist denn hier los? So, dann machen wir halt so.
So, erstmal Kartoffeln reinsetzen. Hier und Flanken und Schenkel und noch eine Rübe. Und jetzt sammle ich die ganze Ernte ein. Nee, dafür bauen wir Schrott. Dann machen wir mal ein paar davon. Mein Gott, ist hier alles voll. In den letzten. Noch, ne? Ja, nimm alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Mein Gott. Ich sehe da noch, ich sehe noch ein kleines in sich hin, aber da will ich jetzt nicht hin. Da. Diese Musik, ey. Warum kann ich nicht so da einbauen? Ich dachte, man kann die Leitern so an der Wand bauen. Warum kann ich das nicht hier bauen? Ich weiß nicht. Oh, ich sehe da hinten ein Floß. Auf und davon. Auf und davon. Also kann ich hier noch schräg passieren. Warum kann ich die nicht? Ich muss jetzt hier erstmal mein. Ups, das war die Wolle, die brauche ich noch. Ich muss jetzt erstmal mein Inventar leer machen. Und wir haben auch kaum noch Seile tatsächlich. Ja, aber Palmblätter haben wir da noch, oder? Na, ich habe jetzt gerade aus den Palmblättern, die ich jetzt hier gerade hatte, hier gemacht. Hier kommt gerade der Loot rein. Ein Loot. Loot. Diese Musik. Ich komme nicht drauf klar. Wow. Ich habe gerade mein Inventar leer gemacht und schon auf einmal plopp ist da wieder ein Fass drin. Schreihals. Du sagst es. Da muss ich wohl eine Treppe bauen für unser. Weil irgendwie funktioniert das mit dem Turm nicht so. Ich will eine Leiter einfach genau an die Wand packen, aber irgendwie klappt das nicht. Bist du überhaupt auf dem Floß? In den Seiten. Ich kann nur eine Leiter ein Feld entfernt von dem Ding hier platzieren, weil irgendwie voll doof ist. Da ist mir gerade mein Schrotthaken kaputt gegangen. Ach, hier bist du. Hier, warte mal, soll ich mal ein bisschen den Fluss vergrößern? Kannst du machen. Der Größe ist jetzt nicht das Problem, irgendwie, wo ich die Leiter platzieren kann. Ist irgendwie blöde gemacht.
Und schon habe ich keinen Kunststoff mehr. Mittlere Maustaste. Was meine? Was steht da? MMB, mittlere Maus-Button, ne? Bedeutet das, ne? Ich glaube ja. Dann geht er aber nur weg damit. So. Okay, ich hab auch schon mein nächstes Bauprojekt. Was denn? Das werde ich nicht sagen. Wieso kann ich das schräg platzieren? Was so? Aua! So, ich sehe keinen Unterschied zwischen den beiden Bäumen, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Eine Planke, zwei ein paar Blätter, Palmsamen. Ich gehe mal weiter abholzen. Vielleicht gibt da einen ja mehr. Irgendwie nicht. Was? Verstehe es nicht. Ich auch nicht. Können wir da jetzt andere Sachen einpflanzen? Ich begreif's nicht. Können wir da jetzt Chilischoten oder so einpflanzen vielleicht? Keine Ahnung. Versuch's doch. Ich habe jetzt wieder was Neues reingepflanzt, leider. So, ich habe meinen Teil fertig. Mal das so gebaut. So, was ist das denn? Das ist ein Sprinkler. Ah. Und der benötigt Wasser. Und eine Batterie. So, was denn? Süßwasser? Ich habe jetzt Süßwasser da reingetan. Nee, ich glaube, dafür brauchst du Salzwasser. Okay, ich habe Süßwasser da gerade. Okay. Bleh. Aber ich glaube, dass ich den falsch platziert habe. Achso, haben wir irgendwie noch eine Batterie? Ich glaube, irgendwo war noch eine in der einen großen Kiste. Warte, ich muss den tatsächlich nochmal neu füllen, neu platzieren. Ich werde den mal hier hinsetzen. Ja, muss natürlich irgendwo in der Mitte, ne, zwischen den ganzen Dingern platzieren, nehme ich an. Na gut, setze ich den mal hier hin. No, ich habe ja jetzt Süßwasser reingetan. Okay. Der ist auch voll. Weiß nicht. Dann werde ich jetzt auch mal hier anfangen, nochmal hier die ganzen Pflanzen zu. Nötigt frisches Wasser. Okay. Wo ist eine Batterie? Ich kann nicht sehen, wie groß er ist. Da ist einer. Ich habe eine gefunden. Okay. Okay, and now I will place the button. And here we go. Los. Ah, das Teil funktioniert. Nett. Aber das Teil braucht wieder Wasser. Warte mal, Moment. Ich fülle es mal mit Salzwasser. Okay. Dieser Turm macht zwar irgendwie gar keinen Sinn, aber anders geht es irgendwie nicht. Und irgendwie scheint dieser Sprinkler auch nicht so ganz zu funktionieren.
Master, schau mal in die Luft. Hm? Wow. Bist du etwa der König der Welt? Ja, jetzt kann ich die Möwen nicht aus dem Himmel holen. Ist gezeichnet. Ich schwimme ins Wasser. Hui. Okay, kein Fallschaden. Ah, hi. Ah. kein Fallschaden, aber hi. Hi, na? So, macht zwar überhaupt keinen Sinn. Aber guck dir halt mal an. Ich kann die Leiter irgendwie nur hier platzieren, ne? Warte, ich sehe es mir gleich an. Da! Nein. Ah! Hm. Nein. Oh, nicht gut. Okay. Was zum... Jetzt komme ich ja nicht mehr raus. kannst du mal auf die andere Seite gucken, was hier in der... Ist hier irgendwie was irgendwie an der Wand ist gegenüber von mir auf der anderen Seite? Kannst du halt dann abmachen? Nein, ich kann die Wand ja auch nicht abreißen, dann geht die darüber auch kaputt. Boah. Ja, und da... Ja, dahinter ist was. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Ja, verdammter Dreck. Hey, und oh mein Gott, so viele Gegenstände! Ah. Oh. So dämlich gemacht, ey. Warum kann ich denn nicht an der Wand die Leiter einpacken? Dann genauso dämlich ist dieser Sprinkler hier. Der macht ja fast gar nichts. Da muss er nicht alles anmachen mal. Oder so. Ich habe ihn ja schon angemacht, aber warte mal. Ich wette mal. Ist auch nicht voll. Nein. So. Moment. Ah, nein, das ist mein Netzwerfer. Den brauche ich. Ich werde ihn jetzt tatsächlich mal hier hinsetzen. Und dann werde ich ihn gleich mal mit Süßwasser befüllen. Benötigt Wasser. Ich bin wohl falsch. Und wir steuern auf eine Insel zu. Da ist eine. Jawohl. So, wow, was ist das? Hä? Sie sagt da vorne, wie das aussieht? Was? Ja, was diese das? Insel sieht ganz... Das ist eine ganz andere Insel. Das ist unser Ziel. Ja, das ist unser Ziel. Was ist das? Sieht voll anders aus. Da hinten sehe ich wieder so ein... Irgendwie so eine... Oder nicht, so eine Fabrik oder was auch immer das sein soll. Okay. Da bloß dahin. So, damit mein Turm wird wahrscheinlich nichts. Hat irgendwie nicht funktioniert. Ja, ich verdurste gleich. Das ist kein Problem. Nehmen. Okay, ich berichtige, das ist ein Problem. Versuch du mal die Mühle hier auf Kurs zu halten und ich. Oh mein Gott. Oh nein, du hast es nicht wirklich schon alles auf. Ich meine aber so und du hast. Du hast mein letztes Trinken geklaut. Jetzt muss ich verdursten. Natürlich, du hast recht. Das sieht mir aus wie so eine Ölinsel, wie so eine Bohrinsel. Schau wieder. Oh Gott, hier ist ja alles voll. Ich warte. So nein, das nicht. Shit. Kannst du das Segel mal eben drehen? Oder warte mal. Warte, ich hab die Gott. Idee. Ist da ein Kreuzfahrtschiff, das da irgendwie angehalten hat? Keine Ahnung. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ja, wo genau, ist mein Paddel? Ja, genau, näher ran. Du musst ja, da paddeln, nachdem du einen Anker gelichtet hast. Klar! Ja, der Anker ist gelichtet, da kannst du jetzt nicht dran paddeln. Hey, hast du? Ja, wow. Geh mal näher ran. Dann gucken wir uns mal.
genau an. Gleich bei, ja, gleich bei Tag. Okay. Ah, okay, wirf den Anker. Hast du geworfen? Naja. Dann gucken wir uns das mal an. Jetzt gucken wir uns das gleich mal an. Aber erstmal muss ich hier alles hier erstmal loswerden. Naja, ich auch. Ja, ich habe nämlich so viel Zeug bei mir. Das ist nicht lustig. Gott, so viele Planken. Ich tue auch mal die Wolle rein. Wo machen wir noch Wolle eigentlich? Ich glaube für die Rüstungen auch noch, also für die ganzen Ledersachen, dafür brauchen wir glaube ich auch Wolle. Nein, nicht meine Schere. Ach Mist! Mist, ich kann die Planken jetzt nicht ablegen. Ja. Weil die Kiste voll ist. Alles Mist. Na gut, ich muss sie mal jetzt mal vorsichtshalber erstmal hier da rein tun, wo auch der Kunststoff ist. Brauch halt den Platz. Fische, hier sind wir. Samen drin, wunderbar. So. Da! Ah, du Drecksack! Du Drecksack! Sieht aus wie so ein Kreuzfahrtschiff. Kreuzfahrtschiff? Ja, ja. Du bist noch nicht auf der Insel, ne? Nee. Ja gut, da gehen wir jetzt gleich eben zusammen drauf. Also erstmal schlafen. Aber erstmal wäre. Ja, erstmal schlafen. Erstmal will ich diese Ruhe, will ich diese Rübe hier essen. Und dir und der Chicken. Ich gehe schon mal schlafen. Wenn ich schlafe, esse ich einen Schokorätsel. Oh ja, jetzt ein Schokoriegel. Da muss ich mal die Planken hier reinpacken, lange. Ja, ich habe die Planken jetzt auch mal da reingetan, wo auch Kunststoff ist. Ich habe auch noch zwei Steine. Wieso habe ich zwei Steine? Na, kann man. Warte. Ja, wir können. Lass mich noch eben was trinken. Ja. Hau ab, Vogel. Ja, lass mich auch mal. Oh Mann, die sind ja alle nicht befüllt. Nimm mal 20 Ananasse mit. Okay, rein da. Wir sehen, was da ist. Ja. Kann aber lange dauern, bis weiter Kunden. Ist das wirklich ein Kreuzfahrtschiff? Das sieht mir eher aus wie so ein Marineschiff. Ja, oder irgendein Schiff. Ist das, ne? Es ist auf jeden Fall ein Schiff. Mal gucken, okay, versuchen wir mal von... Ich glaube, ich weiß, wo es reingeht. Ich glaube, wir können von hinten aufsteigen. Jo, wir kommen hier von hinten drauf. Okay, wo ist hinten? Ich bin. Ich dachte, ich war hier hinten. Okay, hier geht's rein. Authorized Personal und Personal Only. Okay, wir sind auch autorisiertes Personal irgendwie. So, ich bin jetzt oben. So, Glas, Metallbank, Kiste, ausgezeichnet. Oh, guck mal hier. Oh, hier haben wir Schrott. Da sehe ich schon ein paar Stuhl. Zettel. Hier so. Ist auch noch ein Zettel. Von der anderen Hinweis. Seite verschlossen. Okay, ich kann die Tür nicht reingehen. Ist verschlossen. Was ist das hier? Okay. Mechanisches Teil. Mechanisches Teil? Eine Brechstange. What? Hast du die aufgenommen? Ja, und du hast wohl noch ein Aufnahmegerät aufgenommen. Kugel? Was ist das hier? Ein Hinweis. Müssen wir gleich mal ja gucken. Gefundene Gegenstände. Ich konnte die Brechstange nutzen, um die Tür aufzubrechen. Ah. Okay,
Das ist cool. Oh mein Gott. Ah! Ah! Oh mein Gott, hier sind Gegner! Okay. Warte, hier unten ist irgendwas. Ich weiß nicht, wo du bist. Oh, ich höre irgendwas. Das sind... Renn lieber, renn lieber. Ich weiß nicht, wo du bist gerade. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Oh mein Gott. Ah! Ich will lieber wegrennen. Renn lieber erstmal weg. Wo bist du? Ja. Ich bin ganz unten. Wie bist du denn da reingekommen? Hier ist so ein Pool. Oh, das ist, glaube ich, noch ein mechanisches Teil. Okay, ich sehe, du bist bei mir in der Nähe. Ja, ich bin oben. Bist du über mir? Ja, ich bin oben bei den Dingen, ja. Wie bist du denn da reingekommen? Ja, ich bin hinten aufgestiegen. Ach hier. Ja. Okay, du hast gesagt Gegner. Ja, hier ist irgendwas. Was? Hier. Okay. Da, siehst du das da hinten? Ja. Lass mal töten. Geh nicht zu nah ran. Das Teil ist schnell. Okay. Ja, ich habe einen Bogen. Ich habe auch einen Bogen, aber ich habe nicht mehr so viel Energie. Geh du vor. Oder wurdest du auch schon angegriffen? Nö. Nein, ich reichte nicht. Ja, hast du nicht gesehen. Alter, warum reicht ich denn nicht? Du hast ihn getroffen. Ich glaube, er ist tot. Oh, er ist tot. Yo! Beginner Lurker Hunter. Hier ist irgendwas. Kannst du damit interagieren? Willst du am Glänzen? Hier ist so ein Kasten. Kannst du damit interagieren mit deinen? Habe ich schon getan. Ich habe ihn schon getan. Ich habe auch schon hier diese Tür hier aufgebrochen. Hm. Auch und als ich dann hier drin war, wurde ich dann hier halt angegriffen von diesem Lurker. Oben sind auch ganz viele Türen. Ja. Ich kümmere mich da gleich mal drum. Ich bin mir sicher. Oh, ist so spannend hier gerade. Hast du irgendwas von dem bekommen, von dem Lurker? Fleisch habe ich von dem bekommen. Okay. Hier ist eine Tür. Ich glaube, wir bleiben aber zusammen, ja? Wenn ja mehr Gegner sind. Warte. Ey! Ja. Daniro, komm her! Kannst du das hier alles aufbrechen? Hier sind so Schließfächer. Komm her. Benötigt einen Bolzenschneider. Hast du einen Bolzenschneider? Nee, ich glaube nicht. Okay. Das ist wahrscheinlich so ein Objekt, das wir kriegen können. Ja. Wenn wir das finden, dann können wir wahrscheinlich die ganzen Spinde hier aufknacken. Ja. Okay, gehen wir weiter. Benötigt einen blauen Schlüssel. Blauen Schlüssel, mein Gott. Bathroom? Das ganze Erkunden macht mich hungrig. Roter Schlüssel. Okay. Wir brauchen einen blauen. Also wenn es schon einen blauen Schlüssel gibt und ich jetzt gerade diesen Schlüssel hier eingesammelt habe, dann muss ich auch irgendwo eine rote Tür geben. Ja. Okay. Boah, so viel Kunststoff. Jo, nimm's mit. Nom 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 nom. Hey, das ist mir auch was übrig. Gastank. Warte, was ist das? Hinweis. Sollen wir gleich mal vielleicht lesen? Hm. Hier ist Schrott. Was ist das hier? Schrott. Ausgezeichnet. Bombe, alles gerade. Gott. Roter Schlüssel. Hier. Hm? Habe ich gerade auch benutzt. Okay. Wow, so viel Schrott. Mechanisches Teil wieder. Hinweis. Bolzenschneider. Oh. Bolzenschneider? Ja. Ah, hier. Benötigt. Ein. Oh, hier. Wir brauchen hier noch einen Gastank. Du hast den Gastank. Und den Kubel. Komm mal her. Aber ich habe keinen Anzünder und elektrische Leitung. Hier waren wir 5 mechanische Teile. Bei T konnte man gerade gucken, was wir alles haben. Wenn du T drückst. Wir haben 3 T. mechanische Teile. Ah, ja. Aber du hast gerade gesagt, dass du den Bolzenschneider gefunden hast. Ja, dann müssen wir nochmal zum Spind zurück, ne? Ich höre übrigens irgendwie weiter. Oder? Ich kann schwören, ich habe gerade was gehört. So. Ja, aber du kannst den, glaube ich, jetzt auch öffnen. Okay. Weil ich konnte die rote Tür auch öffnen, obwohl ich den Schlüssel nicht eingesammelt habe.
wo war denn nochmal? Hier war das. Wartet. Ah, da! Oh, mal sehen. Story. Sammeln hier. Blauschüssel, oder? Blauschüssel, okay. Damit schließt sich schon mal der Kreis. So. Hier geht's hoch. Jetzt kommen wir wahrscheinlich genau da, wo ich gerade war. Gott, hier ist so dunkel. Gott. So ruhig hier. Ja, das macht mich hier gerade auch so gerade so ein bisschen nervös. Okay, gehen wir wieder. Kiste aufnehmen, Vergate, Rezept, Haihappen, ein bisschen Hai essen. Happen? Ein mechanisches, das ist nur ein mechanisches Teil gefunden. Eins brauchen wir noch. Ist noch eine Badewanne. Ist noch Kunststoff. Kunststoff, Kunststoff, Schrott. Bloß nichts verpassen dir. Ich glaube, wir ja so viel Kunststoff hier gerade finden. Ja, das eigentlich sollten wir doch froh sein. Boah, hier ist ein Tresor. Ist da drin? Ah, Gegner. Warte, wo bist du? Tür zu. Oh, der hat die Tür geöffnet. Ich hab ihn. Okay. Warte, okay. Ich nehm's. Metallfrei. Oh, Scheiße, ich verdurste. Ich hab nichts zu trinken dabei. Oh. Nein, ich hab ein paar Ananas dabei. Warte. Warte, ich hab was zu trinken. Okay, ich hatte was. Okay. Benötigt vierstelliger Code. Okay. Vierstelliger Code, den haben wir nicht. Müssen wir vielleicht gleich mal in die Notizen reingucken. Meinst du denn, dass wir da hier alles finden? Wir haben ein paar Notizen gerade gefunden, ne? Vielleicht finde ich ja. Ich guck mal ja durch. Irgendwo. Das sind die Koordinaten von den Dingen. Radio Tower. Wassergarten. Wassergatan. Ist das das, was wir hier haben? Der Dämmer beschwert sich ständig über meine Route. Sehe nirgendwo einen Code, glaube ich. Olaf. Olaf. Olaf, genau. Oh. So, da wir nun Teil der Mannschaft sind, ist es höchste Eiszeit, uns vorzustellen. Denn er hier heißt Olaf. Ist eine Badung, das hier ist Olaf. Das ist Olaf. So. Hallo. Oh Gott. So, wo waren wir noch nicht? Wir könnten den Notausgang nehmen. Stairs. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Da bist du. Wie bist du reingekommen? Bin hier. Ja. Nämlich einfach dahin gelaufen. Ja, wir müssen auch gleich mal nach oben, ja. Wegen hier ist hier, hier geht's noch höher. Ich höre irgendwas. Ah! Da ist auch jemand. Ah, oh mein Gott. Wo bist du? Bin hier oben. Oben? Wo ist oben? Oben ist da wo oben ist. Ich weiß nicht, wo du bist. Hier. Ja. Okay. Schon okay. So, genau hier war ich nämlich vorhin, nur unten. Ich konnte nirgends vorhin. Ich konnte die ganzen Türen nicht aufmachen, weil die von der anderen Seite geöffnet werden mussten. Hier geht's noch weiter hoch. Ja, hier war ich gerade. Ich konnte nur nicht rein. Genau. Die Türen, die waren alle verschlossen, nämlich. Na, wenigstens. Okay. Auch kannst du die Tür mal öffnen von hier? Ja, sicher. Okay. Sehr schön. Ja. Ist noch Kunststoff? Ausgezeichnet. Genau. Das? Hier liegt was. Hinweise. Hey, oh, mechanisches Teil. 0451. Und? Ich habe den Code. 0451. 0451. Ist auch noch Kunststoff. Mechanischen Teil haben wir auch. Ich habe ein Rezept bekommen. Und ich habe eine rote Melone. Let's go. Rote Melone. Schlüsselkarte.
Okay, ja. Dann gehen wir mal, gehen wir erstmal zurück zum Safe. Ja, da ging es auch irgendwie noch runter hier gerade. Weil von da sind wir doch gekommen. Wir sind doch von unten gekommen. Ja. Ja. Da war nicht hier unten irgendwo. Der Safe war doch hier irgendwo. Ja. Dann gehe ich mal unten zu den mechanischen Dingen. Wir brauchen ja 5 Stück, ne? Na, warte, ich komme mit. Oh Gott, ich hab was. Ich hab was. Irgendwas ist hier. Boah. Da ist er. Ich sagte, wir waren ja noch nicht. Da. Er tot? Ja. Er ist tot. Okay. Also waren wir ja doch noch nicht. Oh Gott, hier sieht ja gar nichts. Glaube, man sollte hier auch nicht einfach so runtergehen. Nein, wir haben auch ein. Können wir nicht irgendwie so eine Laterne bauen? Ja, wir haben ja, so ein Ding. Ja, aber dafür haben wir so ein Helm. Ich schau wieder was. Irgendwo. Danilo, wo bist du? Es ist so dunkel hier. Kann nicht hören, ist ja dunkel. Mhm. Hier ist aber irgendwie nichts. Nee, hier ist nichts. Na, wo ist der Ausgang? Oh mein Gott. Gehen wir erstmal zum Safe oder den mechanischen Dinge. Ja. Für mich ja nicht unsicher. Ich glaube, das mechanische Teil war hier irgendwo. Das war hier irgendwo. Gott. Vorhin war es aber nicht so dunkel, ja? Oh, hier ist noch Schrott und Zeugs. Ne, hier ist das, genau. Da ist es. So. Ein Wagenheber? Den denn? So, was brauchen wir alles für den für das Ding da? Haben wir einen Anzünder und so, ne? Elektrisch. Ja, Leitung. Wir haben. Haben wir noch nicht. Also wir haben. Du hast auch den Gastank, den hast du schon. Ja, hab Kugel habe ich auch. Aber die anderen beiden nicht. Ja. Jetzt müssen wir erstmal eher diesen Safe nochmal finden. Und ich verhungere gleich. Ich habe ein paar Ananas dabei, noch 11 Stück. Ja, warte. Ich habe noch. Ich habe auch gegarte Kartoffeln gefunden und so was alles. Ich habe eine davon. Danilo, geh nicht so schnell. Aber Abenteuer warten uns doch. Jetzt wisst ihr, wo der blöde Tresor nochmal war. Der war über uns. Der war nicht auf dieser Etage. Wir sind ja wieder ganz unten. Wir kommen ja nach oben wieder. Ja, komm mit. Kann man ja nicht auch irgendwas machen, das sieht auch so wichtig aus. Ich habe den Kasten schon bedient. Ach so, ja. Genau, von hier kamen wir. Nur wie kommen wir jetzt wieder nach oben? Das kann ich dir sagen. Folge mir einfach. Ich sehe nichts. Vor allem war das aber nicht so dunkel, ja. Nee, bist denn du? Ich bin jetzt nach oben gegangen hier. So eine Treppe. Ja, ich habe deinen Namen gerade gesehen. Ich weiß nicht, wie du reingekommen bist. Oh Gott, ey, jetzt habe ich mich verlaufen. Wisst ihr, ich habe dich gerade gesehen. Hier. Stehen geblieben. Da. Hier. Ja. Ich glaube, ich war langsam. Und wo hier war die Treppe, die nach oben ging. Oh mein Gott. So. Gott. Mein Gott, hier ist es wird hier jetzt noch dunkler. Und dann sind wir zum Notausgang, glaube ich, gegangen, oder? Ja. Ach, weil es auch draußen dunkel ist, ne? Ich habe doch keinen Einfluss darauf. So, war doch irgendwo hier oben, ne? Ja, hier irgendwo war er doch. Wir kommen nochmal nach oben. Kann man einfach rüberspringen, so. Ist jetzt gerade wirklich da hochgesprungen? Klapp, ich. Da! Ja, wow, ich habe. Da ist einer. Na, ja, direkt über uns. Ich glaube, wir sollten mal kurz schlafen gehen, damit wir wieder was sehen können. Weil ich. Da! Vorsicht! Locker! Na. Nein, daneben. Nein, daneben. Okay. Und mitnehmen. So ein blödes Rattenfisch ist das. Sollen wir mal kurz zum Flur zum Schlafen gehen, wenn wir was sehen? Ja.
Guck mal, ob der Hai, da kannst du auch was zu essen und zu trinken mitnehmen. Ich ernähre mich ja die ganze Zeit von Ananas. Und da ist der Vogel gerade direkt weggeflogen, ey. Oh. Ach, ich hoffe, hier wurde nichts weggeknabbert, während wir ja weg waren. So. So, jetzt so hole ich mir jetzt langsam nicht erstmal die Kartoffeln ein. Ja. Nein. So. Dann trinke ich mal diesen Smoothie hier. Mm, Smoothie. Nein, die Schere ist kaputt gegangen. Was? Nein. So, Rezept High haben, das haben wir ja schon, ne? Das weiß ich gerade nicht. High haben. Uah. Gemüsesuppe. Ne, mal gar nicht. Oh wow, ein Rezept für eine rote Melone. Eine Erdbeerkolada. Das haben wir nicht. Passt aber nicht mal daran. Nicht, kannst du eins von den roten Melonen hier entfernen? Von vom Entsafter? Ja. Okay. So, pass auf. Ich werde da jetzt ein neues Rezept dranhängen. Ich versuche hier gerade. So. Ich versuche hier alle dran zu packen, wenn es geht. Ja. Warte gleich noch eben, bis das Fleisch fertig ist. Dann bin ich so ganz eng nebeneinander. Und das klappt. Ich weiß es nicht. Glaub nicht. Noch Mann. Passen gar nicht alle daran. Warum nicht? Gut. Ja, okay, die Gemüsesuppe werden wir ja nicht mehr brauchen, ne? Vier Kartoffeln oder vier Rüben, da werden wir uns ja auch merken können. Ja. Okay. Oh. Lass mal schlafen Scheiß gehen Headbanger. Am besten. Ja. Ich rupfe nur eben dem Vogel hier alles weg. Ich muss mal ein paar Sachen hier loswerden. Ich habe so viele Sachen eingesammelt. Okay, schlafen. Warte, ich muss noch. Warte, Moment. Jetzt, ich glaube, jetzt müssen wir gar nicht mehr schlafen. Ja. Denn die Sonne geht gerade auf. Und ich weiß, ob ich will oder nicht. Ah, hier, ich habe gegarte Rüben. Ja, ich auch. Ja gut, okay. Ich fülle mal eben die Trinkflasche auf und warte eben, bis die Hähnchenschenkel fertig sind. Dann gehen wir da wieder rein. Ja. Muss meinen Tresor wieder finden. Mein Gott. Sehr gut. Ich sag, wir haben noch voll wenig von diesem Spiel gesehen, ne? Okay. Es war aber trotzdem Lurker. Was waren das für, waren das rattenähnliche Viecher gewesen? Ja, ja. Nein! Nein! Na, gib mir die Kakaten rüben. Ich muss Planken mitnehmen. Ja, habe ich die Ananas mitgenommen. Ich nehme jetzt immer einen ganzen Stack. Ananas mit, das reicht schon immer. So. Ich warte nur eben, bis das Zeug hier fertig ist, und dann können wir uns gleich wieder auf den Weg machen. Ah, ich gehe schon mal dahin. Na warte, ich komme mit. Ah, ich gehe noch nicht rein, ich gehe nur schon mal hier in der Nähe. Blöden Safe hier finden. Den werden wir finden. Unter Wasser müssen wir uns auch am Ende noch mal wahrscheinlich umschauen. Ich sehe ja schon eine Riesenmuschel. Ist bestimmt irgendwie. Meine Erkundungsinstinkte sagen mir, dass vielleicht bestimmt da irgendwo ein Loch ist und wir können da irgendwie unter Wasser rein oder so. Maybe. Wir sind hier. Authorized personal only. Und hier mal ganz angefangen. Wir sind doch autorisiertes Personal. Oder sehe ich das falsch? So.
Oh, seid ihr blöden Viecher. So, die Treppe hier hoch. Jetzt müssen wir nur einen blöden Safe nochmal finden. Ich glaube, der war irgendwo hier lang. Wenn ich hier. Wenn sie, sagst du. Mein Gott. Musste hier irgendwo sein. Ich habe ihn doch auch gesehen. Er existiert. Ich habe ihn mir nicht eingewählt. Hier ist was. Hier ist ein Hinweis. Oh, da ist der Tresor. Wo? Ja. Yeah. Und ich habe ah. Du bist ich. Wo bist du? Weil du meinst ja gar nichts an Schaden. So, wer gesagt. Na, Daniro, wo bist du? So. Nimm das Zeugs von ihm auf. Ah, da. So. Okay. Da oh, muss man gar nicht eingeben. Alles klar. Ich habe ihn extra gemerkt. Elektrische Leitung. Elektrische Leitungen. Und Hinweis. Die brauchen wir. Jetzt fehlt uns ja nur eine Sache, glaube ich, ne? Ja. Mach dann mal Aufnahmegerät, elektrische Leitung. Kugel, Wagenheber. Wofür wollen wir im Wagenheber? Wagenheber. Ich überlege auch gerade, ich glaube, wir sollten mal nach draußen gehen, nach oben, ne? Da waren wir noch gar nicht. Ja. Und ich weiß, dass es ja auch irgendwo noch eine Etage nach oben geht. Ich wüsste, wo draußen ist. Wie komme ich nach draußen? Wie komme ich hier wieder raus? Wie verlaufen? Ja, hier stehen überall Kisten rum. Oh, dann kann ich sofort sagen, habe ich verlaufen. Ah. Warte mal, Stairs. Da stand hier. Stairs. Ich glaube, hier ging es hoch. Ja, hier ging es hoch. So. Weil hier war ein Gegner, genau. Ah! Ja, da ist er. Okay, zum Glück halten die nur ein paar Dinge aus. Ey. Ja, die halten nicht viel aus. Warte, ich nehme ihn eben mit. Muss mal ein Pfeil. Oh, ich habe nur 6 Pfeile. Ja. Ja, pass ein bisschen auf. So, Stairs, da! Wir brauchen da noch eine Schlüsselkarte. Brauchen wir noch. Das ist eine Tür mit einer Schlüsselkarte. Eine Schlüsselkarte? Ja. Ist noch Kunststoff. Wo ist diese Tür? Ist hier. Da geht nicht. Okay. Von hier bin ich, glaube ich, gekommen. Als ich hier hochgeklettert bin. Mhm. Ich habe versucht, da hoch zu klettern. Ja. Ja, da drin sehe ich schon so ein Viech wieder. Aber ich weiß nicht, ob wir da reinkommen. Ne, müssen wir von der anderen Seite. Na, die Tür ist bestimmt von der anderen Seite verschlossen, ne? Ja. Wie kommen wir denn da rein? Ich denke, wir müssen halt wieder die Stairs nehmen. Okay, gehen wir wieder rein. Von oben ist eine Treppe. Kann man nach oben? Gott. Ich glaube, ich bin noch eine Etage höher jetzt. Aber ich glaube, hier kommt auch nicht rein. Deine Schlüsselkarte, okay. Stairs geht's dann dahin. Ja, dann ist eine Kiste, gibt das. So, kann ich da hoch? Ne, weiter hoch kann ich nicht. Okay, daneben. Von da drin. So. Ah. Oh, ich hör was. Klopft mit irgendwas. Ja, die halten 3 mit Metallschüsse, Speere aus. So, wie kommen wir denn jetzt da rein? Schlüsselkarte. Guck mal in unseren Hinweisen rein. Travelog. Ich lese mir jetzt die ganzen Dinger nicht durch. Ja. Deine Meuterei. Wir haben die Chance gegeben, ihn zu legen. Jetzt müssen wir unsere Massen schützen. Schmarotzer. Ein Typ heißt einfach nur Schmarotzer. Schmarotzer. Wo ist diese blöde Schlüsselkarte? Das ist eine Frage, die ich mir selber gerade stelle. Mein werter Kollege.
Hier bin ich. Also irgendwie müssen wir nach oben. Ja. Hier mal durch die Schlüsselkarte müssen wir dahin. Warte, ich glaube auch. Warte mal, wir sind doch gerade irgendwo runtergegangen und da waren Gegner, ne? Ich muss mal dahin. Wo geht die Treppe nochmal nach unten? Ich schaue mich hier nochmal ein bisschen um. Okay, da ist schon wieder ein Screecher. Ein Screecher? Du meinst ein Lurker? Lurker, ja. Löslich. Tun einfach ihr respawn, die Viecher. Vielleicht kann ich nicht looten. So. Und dann gehen wir nämlich auch die Pfeile aus. Ich habe noch vier Pfeile. Warte. Meine Güte. Wo geht's hier runter? Ha. Mein persönlicher Albtraum. Mhm. Nee, da kann man nicht rein. Nicht zu wissen, wo wir lang müssen, ne? Ja, boah. Gott, diese scheiß Musik, ey. Und jetzt mal Frust essen wieder. Da Stück. Wo geht's denn hier wieder runter, Mann? Das ist der Skill, geht in die Richtung. Nach unten? Ja. Naja, nee, warte, hier geht's nur hoch. Och, aber da geht's runter. So. Gut, sieh du dich unten um, ich schau mich oben um. Naja. Aber du bist am Kauen, ich hab das gehört. Ja. Ich hab die Toiletten gefunden. Toll. Ja, 10 Lurker. Hey, ich hab 10 Lurker getötet. Aber wirklich, es muss doch hier irgendwo was geben, was wir übersehen haben. Ja, ja, ganz offensichtlich. Guck schon überall. Stairs. Warte mal, elektrische Leitung haben wir auch, ne? Mhm. Die haben wir aus dem Safe gefunden. Wir brauchen noch einen Anzünder. Okay. Hier war ich glaube ich noch nicht. Ich habe eine Kiste gefunden. Yes. Oh, sehr gut. Hier geht's nicht weiter. Wir brauchen auch einen grünen Schlüssel. What? Boah. Benötigt eine Bombe? What? Natürlich. Ah, damit all war... das Zeug. Dann, das können wir können daraus aus irgendwie eine Bombe machen. Na klar. Warum nicht? Ja. Aber was nützt uns das? Ich komme auch mal nach oben. Ich glaube nicht, dass hier unten noch irgendwas ist. Ich glaube, du bist auf den richtigen. Ich hab was! Hier ist Schrott. Ausgezeichnet. So. Ich habe die Schlüsselkarte gefunden! Jawohl. Ich bin okay. Vor der Tür. Oh, ich konnte die schon öffnen, genau. Warte, wo bist du? Ich warte auf dich. Oh, ich höre irgendwas. Ah, hinter mir. Oh mein Gott. Hinter dir? Okay. Ich bin, glaube ich, genau unter dir. Ja. Ich sehe einen sehr. Ich glaube, das ist der. Das Zimmer ist Captains oder so. Ich gehe da noch nicht rein. Ja. Folge meine Schmatzergeräusche. Ich bin genau unter dir. Ja, ich muss irgendwie jetzt versuchen, eine Runde zu kommen. Ja. Spring mal da runter. Von außen. Da ist hier eine Tür. Das geht hinten, das geht nicht. Warte. Ah, da geht's runter. Hier. Okay. Wow. Ja, ja. Ah. Ah. Da. Da. Alter. Das okay. So, hier. Alles klar. Dann mal. Weißer Tier. Da. Grüner Schlüssel. Den muss ich aufnehmen. Warte, war da noch was?
Nee. Warte, der grüne Schlüssel. Ich muss mir zeigen, wo die Tür ist. Wir müssen wieder hoch. Okay. Okay, ich hoffe, er bleibt noch hell. Na. Was ist, es ging noch höher. Ah. Das ist fähig. Würde sie auch mal, damit du ein bisschen Essen kriegst. Ja, ich habe Ananas dabei, also mir wird das Essen nicht so schnell ausgehen. Hierhin. Ja. Gott, ich sehe wieder nichts. Ja, nee, das war falsch. Dahin. Okay. So. Ach du Scheiße. Wow. Pool Party. Nix da drin. Da, wo hier ist nichts. Erstmal hier die Türen hier aufmachen. Da! Oh, ich hab was. Locker! Oh, mein Speer ist kaputt. Ich habe nur noch 4 Pfeile oder so. Verdammt. So, oh, hier ist eine Kiste. Hinweis. Anzünder. Anzünder. Jetzt müssen wir nach unten. Mein Gott, ich bin schon wieder zurück. Also ein paar Pfeile. Ich habe nämlich nur noch 4 Stück. Wo bist du? Neu. Ah, ich verstehe. Die Lurker haben die Leute hier angegriffen. Naja. Ich denke mal, dass wir hier mit Hilfe des Notausgangs wieder runterkommen. Na, jetzt müssen wir nur noch ganz nach unten wieder, wegen der Bombe. Und dann muss mir mal zeigen, wo ihr das gefunden habt, wo wir die Bombe halt brauchen. Die Bombe, das kann ich dir zeigen. Nein, wir müssen wieder zu den Stufen zurück. Wie gesagt, ja, da brauchen wir die Bombe für. Aber ich sehe jetzt hier gerade wieder gar nichts. Boah. Ja, jetzt gehen die Lichter ja aus, ist klar. Ja, okay, gehen wir zurück zum Floß. Ja. Machen wir halt alles neu in dem Part. Wir haben schon so 58 Minuten. Ja. Aber wir machen das neu in dem Part. Machen wir noch in dem Part. Wenn ich jetzt hier wieder rauskomme. Ah, okay. Ah, cool, okay. Warte, komm mal hier auf den Notausgang drauf, so kommen wir nämlich schneller runter. Ja, ich bin schon draußen. Was ist das hier? Achso, du bist schon draußen. Was ist das da? Ah, das ist auch so ein mechanisches Teil wieder. Aua. Wir haben doch schon. Da war ja außerhalb von dem Schiff. Sehr seltsam. Da sind wir aber auch richtig hier. Wir sind auf Floß. Wo ist unser Floß? Wo ist unsere Festung? Unsere mobile Festung. Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ja. Na, oh, verdammt. Mit ein paar Muscheln noch. Und mitgenommen. Ich meine, hierfür ist irgendwie diese Lampe hier, diese Kopflampe hier nützlich. Ja. Damit wir auch alles sehen können. Nein, ja, jetzt, oh mein Gott, ich muss jetzt wirklich um das Schiff rumschwimmen. Aber da draußen sind Haie. Sag. Ist das hier heute einfach mal ein längerer Part? Also ich will dieses Schiff noch abschließen. Ja, das ich ist auch. Grad, das ist gerade hier Abenteuer pur, ey. Ich mach kurz meine Sachen hier. Sehr gut. Ah, stimmt. Was wir machen könnten Lurkerfleisch machen. So, und jetzt Lurkerfleisch essen. Köstlich. Ist das nicht köstlich? Köstlich. Ja. Na? Headbanger Vogel.
Hau ab, verpiss dich. Ja, dann decken wir uns gleich noch eben hier mit Fleisch und was zu trinken ein. Ja. Nein, und dann werden wir das Schiff abschließen. Ja, und bauen wir eine Bombe. Mhm. Ja, denn ist keiner da, der auf uns passt. Bauen wir uns eine Bombe oder sonst was? Nett. Ich werde dann die Bombe dann einsetzen, wenn nichts dagegen spricht. So. Trinkenmäßig bin ich voll. Ich nehme viermal Fleisch mit und du nimmst den Rest, das restliche Fleisch mit. Okay, eine Lanze brauche ich noch, merke ich gerade. Ja, mach dir lieber noch einen Speer, weil ich glaube nicht, dass uns die Löcker so einfach da durchlassen. Metallbarren und Bolzen. Musik. Ein paar Pfeile kann ich mir auch noch erstellen. Was brauche ich dafür? Federn. Ja, Schrott habe ich da gerade reingetan. Mann. Oh mein Gott, ich habe zu viel Kunststoff. Metall immer genug. Federn habe ich auch noch ein paar. Zwei. Da sind wir an 19. Wo bist du? Ach, da stehst du. Okay. Wo war nochmal die Federkiste? Nee, das war nicht die Feder. Da ist die Federkiste. So, ich bin wieder bereit. Auf Federn. Ja, ich auch. Ja, beenden wir jetzt dieses Schiff. Musik auf sie mit Gebrüll. Alter! Doch nicht du! Scheißhai! Ja. Ich bin jetzt nicht in der Stimmung, Haie zu töten. So, das Schöne dabei ist, wir sind direkt hier unten. Bist du schon? Da bist du. Okay, dann rennen wir direkt durch und bauen uns unsere Bombe. Ja. Denn niemand ist da, der auf uns aufpasst. Und was machen wir deswegen? Zeugst du Luft, Jan. Du bist. Und deswegen bauen wir uns eine Bombe oder sonst was. Na, wo ist das Ding nochmal? War hier irgendwo auf der Etage, ne? Ich glaube, das war hier hinten irgendwo. Da müssen wir ganz nach oben, alles klar. Was hier? Nee. Hier. Okay, bauen wir die Bombe. Ich baue die Bombe. Ich hab die Bombe. Na klar. Na klar, warum denn nicht? Ja gut. Warte, hier. Warte, müssen wir nicht hier hoch? Warte, nee, da schon. Ja, eine Treppe. Ja, okay. Immer die Treppe noch hoch. Hier glaube ich ging direkt weiter nach oben. Ja, ja. Ja, oh Gott. Ja, oh Gott. Na, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Eigentlich eine ziemlich gute Fleischquelle. Mhm. Nur schade, wir keinen Kopf von dem bekommen. Ja. So, hier hoch. Ne? Hey, wir müssen auf jeden Fall jetzt ganz nach oben. Ja. So, das ist schon. Da ist der nächste Viech. Wo kommt ihr alle her? Ja. Mein Gott. Und zum anderen, warum seid ihr überhaupt hier? So, wie ging es nach oben? Ja. Der ist. Ja. Bist du? Bist du? Andere bist Seite. Du? Andere Seite. So. Ah, ja. Na. Ich will was noch in die Luft jagen heute. Ja. Hab mich nur gehört, hier alles machen. Ich glaube, das finden wir jetzt gleich heraus. Oh. Geh zurück! Ja, ich glaube, wir sollten zurückgehen. Oh,
Autsch. Hast du Schaden genommen? Ja, ich habe Schaden genommen. Bootleg Fireworks. Boah. Sag mal hier alles. Schrott. Schrott auf jeden Fall. Kiste. Ist noch mehr Schrott. Ist noch, hier ist noch ein Hinweis. Hier. Ja. Lenkrad. Bauplan. Oh. Und Motor. Oh ja. Ja. Da wollte ich euch die ganze Zeit schon. Boah. Muss hier Glas, Scharnier, Schrott, ausgezeichnet. Ausgezeichnet? Was ist das hier für eine gute. Für eine guten, für ein guter Loot hier? Okay, weil. Okay, allein die Tatsache, dass ich dadurch die Hälfte an Leben verloren habe, das war's mir wert. So, ich glaube. Ermöglicht dir das Floß zu drehen, besonders nützlich in Kombination mit einem Motor. Ausgezeichnet. Boah. Dann will ich das. Das ist das, was ich die ganze Zeit will, damit wir endlich mal vernünftig das Ding steuern können. Nee. Jetzt können wir das machen. Ja. Machen. Woo! Wir sind die Könige der Welt. Kann man da irgendwie auch noch hoch? Hab ich gerade versucht, nee. Nämlich. Ja. Nee. Nee, da kommst du nicht hoch. Ich komm da hoch. Nee, ich komm da nicht hoch. Wir kommen da nicht hoch. Verdammt. Ach komm, lass es. Komm, wir haben die Baupläne. Naja, erstmal erkunden. Wo ist unser Floß? Da ist unser Floß. Wo ist unser Floß? Da rechts ist unser Floß. Und das Wasser können wir ja nächstes Mal auch noch ein bisschen erkunden. Aber erst einmal. So, kehren wir erstmal zum Floß zurück. Wie wirst du die Folge nennen? Schiffsabenteuer? Ja. Yes, sir. Mehr Ding. Boom, boom. Jawohl. Yes. Mal sehen, was. Okay, das finden wir. Navigation bestimmt. Lenkrad. Dafür brauchen wir Schrott, Metallbahn, Seil, Bolzen und Scharnier. Ja, Motor brauchen wir eine Leiterplatte. Leiterplatte, Planken, Seil. Das könnte ich, glaube ich, sogar alles machen. Weil das locker schon. Das weißt du was? Ich erstelle den Motor und du das Lenkrad. Alles klar, Schrott, Metallbahn, alles klar. Ich brauche eine Leiterplatte, das brauchen. Und ich brauche Metallbahn und ich brauche Seile. Noch 4 Stück brauchen wir. Warte. Warte, gib mir eben die Metallbahn. Schrott, ich weiß nicht, ob wir genug Schrott haben. Obwohl, doch haben wir. Warte, wie macht man nochmal eine Leiterplatte? Und ein Bolzen oder Scharnier, Bolzen oder Scharnier nehme ich an. Ach so, okay, ich brauche Kunststoff, ich brauche Kupfer. Okay. So, Lenkrad steht. Ja, Moment. Ich pack das nach oben neben dem Segel. Leiterplatte. Motor ist da. Ja, müssen wir die in der Nähe platzieren? Weiß ich nicht, warte. Na warte, ich tue dann auch eben die Baupläne mal in die Kiste hinein, wo kein Platz mehr drin ist. Ich tue mal kurz den Anker lichten, aber ich bleib noch hier. Ich will lang gerade mal gucken, wie das funktioniert. So, boah. Alter. Warte, wo bist du? Richtig geil. Weißt du, was du dir jetzt noch aufsetzen musst? Nee, Kapitän, ne? Guck dir mal an. Genau. Ich gehe nach links. Ich gehe nach rechts. Und was passiert wäre, wenn ich jetzt diesen fetten Motorklotz da neu hinstelle? Na, warte mal, ich glaube, das muss ich aber irgendwo hin machen. Brauchen wir bestimmt eine Batterie für wieder. Ich kann es nicht platzieren. Wo kann ich das hinsetzen? Ja, irgendwo hinten nehme ich an, ne? Weil da normalerweise hin. Kannst du ihn nur irgendwo reinpacken? Am Wasser? Ich kann ihn nö. Ich weiß es nicht. Ich kann ihn nirgendwo platzieren. Ah! Warte mal. Wo ist Fisch?
ermöglicht es dir, in verschiedene Richtungen zu gehen und erhöht deine Geschwindigkeit. Vielleicht muss er in der Nähe des Lenkrads platzieren. Das kann sein. Aber ja, wirklich, das Teil ist riesig. Okay. Also ich warte mal, ich tue den Motor mal kurz in diese Essenskiste rein, dann kannst du selber sehen, wie das ist. Hab ich dir nicht gesagt? Na, glaubst du, ich lüge? Muss man in der Nähe des Lenkrads platzieren? Ich tue mal Lenkrad hier unten hinpacken, wo Platz ist. Nee. Ich weiß nicht, wo man den platzieren kann. Ich weiß es gerade auch nicht. Sieht so aus, als müsste man den irgendwo. So, da kann ich den platzieren. Hinterm. Wo? Wo? Hinterm. Ja, hinterm Dings hier. Hinterm. Hinter der Farm? Ja. Okay. Mach es. Ich habe sogar irgendwann mal hier so was hin platziert. Warte. Aber ich glaube, dann müssten wir tatsächlich da noch ein bisschen das Floß vergrößern. Ja, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das muss ja auch mittig sein. Kannst du zufällig nur ein Ding hier packen? Ja. Dann ist er doch schön mittig, glaube ich. Genau hier. Ein Ding. Oder? Ist er dann mittig? 1, 2. Ich hoffe, der Hai kann halt nicht wegknabbern. Deswegen wollte ich das Floß da noch mehr vergrößern. So. Die Ziege guckt direkt durch die Wand. So. Richtung ändern. Was ist das denn? Machen wir dafür kein Dings? Motor einschalten. Motor. Planke platzieren. Ach, Planken brauchen wir dafür. Wir brauchen Planken dafür. Oh. Ja, das ist auch richtig geil. Das heißt, wir haben ein schnelleres Floß. So, wo habe ich das Lenkrad platziert? Das Lenkrad ist da oben. Ja, ich habe da mal umplatziert. So, kannst du mir mal einen Gefallen tun und den Motor gleich mal einschalten? Hast du da jetzt auch Planken drin platziert? Ja. Okay. So, ich habe den Anker mal gelichtet. Okay, soll ich den Motor einschalten? Warte. Schalt den Motor an. Verstanden. So. Wo ist der Anker jetzt denn? Nee. Okay, los geht's. Wow. So, bewegen wir uns. Warte, ich glaube. Da muss er irgendwo einschalten, ne? Ja, habe ich ja getan. Warte, ich mach mal das Segel weg. So. Das Rad dreht sich zwar nicht sehr schnell. Man kannst in der Richtung, kannst ja Richtung irgendwie drehen, ne? Was macht das? Das ändert die Richtung, wo in der sich das Rad dreht. Was bedeutet das? Das dreht sich ja zum einen. Warte, ich muss eben was trinken. Ich muss dann gerade in der Nähe platzieren. Ich weiß nicht. Also, ja. Das Ding tut sich auf jeden Fall bewegen, ja. Wenn ich dann denke. Aber wir brauchen jetzt sehr viele Planken. Oh, ups, das ist die Farm. Entschuldigung, Leute. So, nicht so weit von dem Dingen, wenn es geht. So, hast du den Motor eingeschaltet? Ja, habe ich. Geh du mal ins Lenkrad. Warte, erstmal. Okay, wo hast du es hingestellt? Ganz oben. Na, ja, bist du sicher, du musst darum. Ja, okay. Ja, ne.
So, ich guck mal bei Planken. Schon mal ein paar. Zum Glück haben wir gerade so viele Planken. Noch eine Sekunde. Wo sind unsere ganzen Planken? Ja. So. So am Lenkrad. Ja. Yep. Okay. Ich habe auf geradeaus gerichtet. Das ist halt von Unterschied, wie sich der Motor dreht. Also ich glaube, ja, also vielleicht ich glaube, dass der wo ist das Schiff? Ja, kann wer. Oh ja, wir bewegen uns davon weg. Lenk mal zum Schiff nach rechts. Boah, Gott. Guck mal, ob wir uns dann nähern. Ja, ne. Weiß nicht. Ne, ich glaube, wir fahren davon weg. Warte, bist du sicher, man muss hier Dinger platzieren? Ja, man muss hier Planken platzieren. Aber das können wir alles im nächsten Part herausfinden, ne? Ja. Deswegen lass uns lieber mal jetzt den Part beenden. Ah ja, unseren neuen Motor. Neuen Motor. Den ich jetzt abgestellt habe. Genau. Achso, ja. Du hast ihn abgestellt, okay. So, bei mir ist die ganze Zeit eine blöde Möwe, die ganze Zeit am Headbang ist. Die war nicht wegspawnt. Moment. Aber wenn wir uns entfernen, werden wir ja sehen, ob das Ding, ich nehme an, das wird schon sich bewegen. Na gut, dann hast du noch irgendwelche abschließenden? Nein, das nein. Ah! Der knabbert wieder. So, Miststück. Okay. Das war cool. Ja, dann war ein cooler Abenteuer. Der Sprinkler. Ja. Der hat jetzt gerade angegangen. Also ja. Sehen. Jetzt habe ich die gerade. Ja, habe ich. Habe ich die gerade hier gegossen. Ja. Okay. Ja gut, okay, dann sagen wir jetzt tschüss und bis zum nächsten Part. Ja, ciao, ciao. Eine Sekunde. Ja. Warte, ich wollte. Ciao, ciao. Na, ciao, ciao.